Ah, Leute, hier ist wieder Lexi. Und Deadpool. Es geht weiter mit der Wannabe the Boshi, immer in der Mario-Wüste, immer noch an der Stelle und anschließend an die letzte Folge, wie man in meinem Tonfall nehmen könnte. Merkt man gar nicht. Ich bin auch noch da. Ja, und du darfst gerne die Leute unterhalten, während ich das hier weiter probiere. Ich stelle im Netzlauf, dass dein Hirn total durchgehört. Nein. Es ist doch schon durch. Was macht Mu, wenn man es umdreht? Keine Ahnung. In eine Dose, Alter. Denk doch mal logisch. Ach, scheiße. So eine Udi-Dose. Ich weiß schon, was du meinst. Genau. Die man an einen riesigen Schriftzug anschließt und dann schnell wieder wegnimmt, weil das Ding anfängt zu Mu. Oder zu Udieren. Ja, also ein Haufen alter Omas. Oh. Warum können wir überhaupt noch leben? Ja, mit dieser Film festgebunden irgendwie, dass er aufrecht stehen bleibt. Wer jetzt? Du. So mit dieser Film müssen wir auch nicht langsam mal festbinden, dass du noch aufrecht sitzt. Ich sitze doch schon lange nicht mehr aufrecht. Mir tut langsam alles weh. Gut. Ja, das ist ein toller Effekt dafür, dass ich einfach nur mit einem Controller in der Hand habe und ein Spiel zock. Ja, und dann bei so komischen Stellen einfach drauf gehst. Ja. Ich weiß nicht, soll ich jetzt irgendwie noch versuchen, zwischen den Stacheln irgendwie Punkte anzupeilen oder. Keine Ahnung. Das ist. Ja, das hat geholfen. Mach so weiter. Wenn ich wüsste, was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Was tue ich bloß? Ah, Alter, das ist ja voller Mist. Ja, vor allem, es katapultiert mich hoch und währenddessen muss ich da nach oben drauf landen. Das ist so eine andere Idee, wie ich da anständig rankommen soll. Ich hätte noch überlegt, dass ich durch den Stachel durchschießen müsste, aber. Ja. Da ist halt auch nicht immer gesagt, dass die Projektile wirklich durch den Stachel durchfliegen. Also, du schießt dann ganz so drei Schüsse mal schnell ab. Das Problem, meinst du. Ach so, bei dem roten. Ja. Ja, aber ich muss halt dann auch noch irgendwann springen. Weißt du, die gingen ja durch theoretisch. Ja. Aber im richtigen Moment schießen und auch noch hüpfen ist halt ein bisschen arg viel verlangt. Ja, die Frage ist auch, ob du da überhaupt hüpfen musst, weil wenn du da runterfällst, dann musst du ja auch rüberkommen und ja. Der Stachel ist ja schon minimal irgendwie drüber. Ja, dann würdest du mir wahrscheinlich einfach in den Stachel hochkatapultieren, ne? Genau. Stimmt. Ja, dann muss es so sein, wie ich es bis jetzt probiert habe. Ist halt echt. Bescheiden, wenn du zu niedrig unter dem Stachel warst, das Ding triffst und dann einfach gerade so den Block da oben nicht erwischt. Ja, das ist scheiße. Wenn man halt wenigstens auf diesen Blöcken draufstehen könnte, aber das geht ja nicht. Ich hätte es ja vorhin schaffen können, aber ich dachte, ich könnte draufstehen. Wie sie ausgestaltet? Nö. Nö, darfst nicht. Putz dir die Füße, dann darfst du es vielleicht. Geh mal duschen. Du mich auch, ja. Du mich auch. Ich frage mich sowieso, der Boshi hat der überhaupt Schuhe an und wenn ja, sind die nicht mehr langsam abgelatscht? Ne, der hat bloß seine zwei Stummelbeinchen da. Du musst die ja nicht auch immer weiter schrumpfen da. Ach. Sag irgendwas, ich kann nicht. Mir fällt gerade nichts ein, weil es ist so emotionslos, diese scheiß Wüste. Das ist alles so gleich, alles sieht aus wie eine Wüste. Soll vorkommen in der Wüste. Siehst du? Naja. So läuft's ja. Mhm.
mal. Ich muss halt irgendwie schon schief an dem Stachel entlang fallen. Na, aber du hast halt nicht an die Kaktus dann fallen. Das ist das Problem bei der Sache. Was ich theoretisch noch probieren könnte, dass ich links von dem Block runtergehe und dann einfach gleich rüberziehe. Mal schauen, ob die Bahn vielleicht ja, das besser könnte passt. Jetzt auch funktionieren. Weiß es nicht. Das ist halt scheiße zum Einschätzen, weil sich das Ding alles so stark bewegt. Richtig. Ich denke, ein Versuch ist es wert, weil ich meine, wenn ich links runterfalle und dann einfach nur nach rechts halten muss und vorbeikommen, wäre es ja insgesamt klüger. Ja. Weil dann kommt es wirklich. Dann muss ich bloß noch im richtigen Moment Sprung. Den Sprungknopf drücken. Das wäre schon irgendwo angenehmer. Hauptsache es gibt noch irgendwas zum Ausprobieren. Ja. Wie gesagt, wenn der halt nicht rechtzeitig auslöst, kann ich auch nichts machen. Frage mich aber auch wetten, dass das wieder nicht einwandfrei funktioniert. Dass das Ding halt mal früher und mal später reagieren kann. Das ist wahrscheinlich. Und das ist halt auch wieder was, wo ich eigentlich sage, das ist eigentlich nicht wirklich hinnehmbar. Ich finde es eh super, wie die Bildrate wieder variiert. Wie viele Bilder sind 30? 35, 35. Jetzt wieder mal auf 25 runter, weil ich mich wiederbelebt habe. Ja, muss man alles in Slow-Mo sehen. Bis dann mal wieder ganz runterbricht auf 12 oder so. Ja, wenn sie nichts so zu trinken hat. Trinken? Oder was zum Essen holen will, die Framerate. Aha. Du hast vorhin noch gelacht. Lache! Ich kann nicht mehr lachen. Oh, oh. Ich auch nicht. Das ist einfach so. Ja, trostlos. So öde. Und wir nehmen gerade mal 8 Minuten auf. Nachdem wir schon eine Stunde hinter uns gebracht haben, aber. Das ist ja nichts. Nee. So eine Stunde in dieser Wüste. Zwischendurch reagiert er halt einfach nicht mal mehr. Ja, er hat auch keinen Bock mehr. Er ist total fertig. Vielleicht viel fertiger als ich kann er nicht sein. Was soll denn das? Manchmal kommst du ganz knapp und manchmal springst du noch hoch an, keine Ahnung, 10 Kilometer weiter. Ja, wie gesagt, wenn es funktioniert, geht's auch. Wolltest du nicht von links? Ja, ich lass mich gleich links runterfallen. Okay. Das könnte. Es könnte wirklich besser, sieht besser aus ein bisschen. Sieht besser aus, ne? Na gut, dann mach ich das ab jetzt. Du musst halt dann nur noch den Sprung ein bisschen anders setzen, wahrscheinlich, was jetzt ein bisschen das Problematische wird, wahrscheinlich. Aber ich komm, aber ich bin schon mal, ich komm schon mal um den Stachel besser rum. Ja. Mensch, ein Wunder, dass ich so experimentierfreudig bin, ne? Weißt du, was ja noch lustiger wäre? Hm? Der Block, auf dem ich da stehe, von dem ich mich da runterfallen lasse. Ja. Das ist so ein Block, den ich deaktivieren muss. Das ist ja böse. Obwohl, wenn du den deaktivierst, dann... Dass ich mich halt nicht mal vorbereiten kann, verstehst? Ja, mehr oder weniger schon, aber du fällst ihn von weiter oben hin und dann kannst du dich einfach nur noch ein bisschen anders fallen lassen. Ja gut, das könnte ich theoretisch auch so machen. Ja. Aber das bringt mir nicht viel. Okay.
schießen! Oh, das hätte getroffen. Ah. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Also. Ja, es sieht besser aus als das, was ich vorher fabriziert habe. Fortschritt, gedanklicher. Kurz einen Busch in den Kopf reinhauen. Ein Kopf wird immer schwerer, also viel braucht er nicht mehr, dass der auf den Tisch knallt. Und dann spiele ich halt so. Dass du dann noch richtig spielen kannst. Ich glaube, den Raum bringe ich mittlerweile auch blind hinter mich. Sagt er und springt in den Spache. Natürlich. Wäre sonst zu einfach. Ansonsten würde ich ja meine Aussage untermauern, das geht ja nicht. Muss doch stets beweisen, dass ich falsch liege. Also manchmal ist der ruhen können. Wie? Ja. Dann komme ich rüber, aber es reagiert einfach nicht rechtzeitig. Ich hab's halt auch schon probiert, das Ding früher zu beschießen, dann hat's auch nichts geholfen. Dann hab ich den nur abgebrochen. Gut, und diesmal schaffst du's. Let it go! Ach Gott. Komm jetzt bitte nicht damit daher. Zu früh. Ja. Aber du hast gesprungen. Ich habe gesprungen, ja. Fast. Ja, hast. Ah. Du hatten gesprungen. Vielleicht bin ich gesprungen, wie wär's damit? Du bist gesprungen. Ja. Okay. Ach. Komm jetzt. Schlimm genug, wenn es an dem weißen Schalter scheitert. Da klopft's wieder. Oi, 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 oi. Das gibt's doch nicht. Wenn's hinhaut, dann rette ich mich mit bei dem zweiten Sprung, aber auch immer nur so ganz knapp vor dem Stachel, merke ich. Ja, das denke ich schon. Vielleicht musst du das einfach so länger fliegen. Achso, ja, da. Ah, Moment mal. Ach, jetzt habe ich es gespannt. Ja. Ich bin da. Ich habe es immer geschafft, wenn ich da in die Lücke zwischen den mittleren beiden reingesprungen bin. Okay. Ja, dann wissen wir ja, wie es jetzt geht. Und hier ist einfach kein unsichtbarer Block. Ich will da hoch. Das war jetzt zu schön, um wahr zu sein. Nein, war es nicht. Ich hoffe, die Leute wünschen sich andere Musik. Ich hab schon so eine Ahnung, was ich hernehmen könnte. Melodie von Hello Kitty? Nee, was passendes. Ich will dann schon was nehmen, was zu der Thematik grundlegend noch passt. Also auch ein bisschen was von der Wüste. Ja, schon eine Melodie, die in die Richtung geht. Da war ich jetzt selber schuld, zugegeben. Komme ich an der Kante vorbei, mal nicht. Das war nochmal Shurimas Wüste. Wo war das? Bitte? Shurimas Wüste. Shurima? Ja. Klingt nach Mystical Ninja, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ja, keine Ahnung, irgendwo. Shurimas Wüste. Keine Ahnung. Ich hätte ja gern Wobi Waba Wüste. Was die? Wobi Waba. Wobi Waba. Super Mario 64. Achso. Übrigens glaube ich, dass man dich da hinten nicht mehr so gut versteht. Ich rede deswegen ein bisschen lauter. Achso, okay. Das ist mir
mir nicht aufgefallen. Ja, macht nichts, mir auch nicht. Meine Ohren wollen schon nicht mehr so ganz... Mithören, zuhören, was wir hören. Ja, die wollen sich halt ein bisschen gegen diese Angriffe schützen, die hier auf sie... Wieso schaffe ich es manchmal in diese Lücke zwischen die zwei Stacheln und manchmal nicht? Naja, weil das schon echt schwierig ist, da die Lücke überhaupt zu treffen. Also würde ich meinen. Ja, aber wenn ich sterbe, dann berühre ich halt den vorderen Stachel schon viel zu leicht. Aber wenn ich es dann schaffe, mache ich den Sprung halt direkt zwischen denen, ist es kein Problem mehr. Ich meine, die haben ja keine glatte Trefferkiste, diese Stacheln. Ja, die so leicht nach unten geht. Sie ist halt annähernd so, wie die Grafik aussieht. Ja, zwar noch vielleicht etwas breiter, oder? Ja, ein bisschen breiter schon, aber grundlegend schon... Das ist so ekelhaft. Naja, stell dir mal vor, es wäre ein 4D jumpen wollen. 4D? Ja. Warum 4D? Also ein 3D Jump-Run, so rum. 4D, dann würde ich ja, dann wäre ich ja quasi selber derjenige, der springen muss. Mhm. Ich meine, gut, wenn jetzt die ganzen Brillen weiterentwickelt werden, haben wir vielleicht irgendwann sowas, wobei solche Spiele dann echt brutal wären, wenn du selber die Figur wärst. Wenn du die Stacheln dann näher auf dich kommen siehst. Aha. Da fühlst du dich toll. Du schaffst es locker, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Geht doch. Jetzt kommt irgendwas, das mich tötet. Oder? Nein, nein, nein! Griff, diese Scheiße. Also jetzt hat viel Spaß. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, yeah. Also springen, schießen, springen. So mal schon mal nicht. Ja, schon mal nicht. Ich wollte es einfach bloß, bevor noch irgendwas runterfällt und mich tötet. Tu nur mal schießen, dass du näher dran bist. Das könnte vielleicht auch funktionieren. Muss ich wahrscheinlich am Ende sowieso machen. Mach das mal, ich glaube, das könnte funktionieren. Fuck you! Fuck you. Irgendwo dazwischen blärt die Speierkiste. Fuck you! Kann immer. Ich sehe gerade aber auch nicht genau, wie das funktionieren soll. Moment mal, ich will mal kurz hier schauen, ob es vielleicht unsichtbare Blöcke gibt. Natürlich gibt's da. Und wie willst du das machen? Einfach hier mal so ein bisschen abhüpfen. Einfach mal hier, weißt du, so ein bisschen abhüpfen. Ich hüpf ab. Ich hüpf ab. Yay. Also ich sehe nichts. Ja, ich sehe jetzt auch nichts. Gut, und jetzt weiter zu dem Rätsel. Gut, gut. Okay, ich verstehe schon, wie das gedacht ist. So geht's. Einfach hämmern, 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 bis drüben. Nein. Geht doch. Ganz einfach, genau so. Weißt, das ist jetzt schon wieder für mich sau unangenehm. Dieser riesen Bildschirm. Ja, da wurde nichts, diese ganze nichts. Sonne durchkommt. Gar nichts. Ihr könnte wenigstens so ein Bild sein, hier könnte ihre Werbung stehen oder so. Nicht bei... Nein, bitte nicht, das Schild wird mich erschlagen. Das sind zwei Speicherpunkte! Da brauche ich ja wieder einen Speichersprung, aber da ist der Teleporter! Warum sind da zwei Speichersprünge? Ist mir scheißegal, aber das ist ein Teleporter, das heißt, wir haben da den ersten Teil durch! Ja, dann mach halt! Nee! Lass mich hoch! Oh, der war jetzt nicht schön. Ich will nach oben! Boschi stirbt nicht, Boschi!
Steckt im Aufzug fest. Da guck, guck, guck. Oh, ich mach das jetzt nicht anders. Ich hab keinen Bock auf Technik. Ich lass mich da oben. Du halt einfach von da hinten, wo du jetzt da stehst, weil du stirbst nicht die ganze Zeit. Ja, aber du müsstest jetzt hier noch rüberfliegen. Ja, das schaffst du doch locker. Nein. Okay. Außerdem, die paar Tode, die machen mir jetzt auch nichts mehr aus. Dude. Dude. Wie du wirklich genau mit zwei Schüssen gerade außen rum geschossen hast, glaube ich. Genau wieder zwei Schüsse genauso vorbei. Ich hab's doch gerade eben geschafft, Mensch. Wie musste ich da drüben eigentlich weitermachen? Ich hab keine Ahnung, ich hab mich genau hingesehen. Du musst, glaube ich, dann nach rechts drücken. Ja, das ist mir auch klar, dass ich da. Ja, das war alles, was ich so richtig gemerkt habe, bevor du dann totgeweiht warst und. Totgeweiht? Eine ganz, ganz gute Formulierung in dem Spiel. Wieso treffe ich diesen Hubmann-Knopf nicht, sag mal? Es ist zu einfach. Du bist eigentlich meistens immer nur im Mittellevel, ne? Ja, aber ich komm sonst nicht. Ich glaube, du musst dir wirklich nach oben deine mittleren erwischen, dann den unteren, dann den mittleren und dann den oberen. Ja, genau, ich mach das jetzt mit Technik. Vergiss es. So, das ist meine Meinung dazu. Das war zu früh. Nein! Ja! Sag bloß! Wenn du jetzt den unteren erwischen würdest, würde es klappen. Wow! Wie lange ich mich jetzt gerade gehalten habe. Ich weiß nicht, ich dachte, wenn ich näher rangehe, dann treffe ich halt früher. Ja, könnt logisch hinhauen. Du triffst früher, aber ob du dann auch wirklich triffst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ah. Komm schon, ich will endlich den ersten Teil vom finalen Gebiet hinter mich. Also jetzt ist ja verarscht. Dann trifft er es schon, das da. Oh Gott. Es können immer nur vier Schüsse drauf sein, oder? Fünf maximal! Ich hab mich schon wieder oben gehalten. Jetzt komm! Ich glaube, du musst doch eine bestimmte Entfernung davon haben. Ich muss einfach nur treffen! Oh. Versuch mal ein bisschen eine andere Entfernung zu bekommen. Ein bisschen. Kann nicht mehr. Ich drehe langsam echt am Rad. 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 Na, du hast nicht zu weit vorne sein. Du musst sicher in der Mitte sein. Hat es jetzt gerade geklappt. Entschuldigung. Was war da gerade mit Ponys? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich mit meinem Tod jetzt einen Pony getötet oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ein Pony getötet. Wenn der eine Schuss treffen würde, weißt? Wenn. Mir klang so. Ganz minimal immer drüber. Ja, ich musste einfach nur auf den Block drauf. Okay. Aber das ist so viel Freiraum, das macht mir Angst. Halt, warte mal, das funktioniert doch irgendwie nicht. Was? Doch, ich kann da dann einfach von hier so auf den Block rüber. Ach so, da. Es
Also ich glaube immer noch, du musst erst unten, dann nochmal unten, dann Mitte, dann oben. Ja, und wenn ich dann halt einfach treffen würde. Ich wüsste. Es gibt halt so eine bestimmte Höhe, mit der kann. Genau. Wenn du gerade schrocken bist. Ja, endlich. Hopp! Die fliegen da rüber! Speicher! Danke. Okay, und wie muss jetzt das. Das sieht so aus, als zwischen Gegner, komm, töt mich! Ach, Moment mal, da fehlt was. Oh, Scheiße! Huh? Rat mal, wie ich da rüberkommen muss. Das sind zwei Speicherpunkte. Keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Es gibt einen Speichersprung. Ach ja? Wenn du dich zurücksetzen lässt, gehst du da hin, wo du gewesen bist, während du gespeichert hast. Also musst du springen, hinschießen. Das ist doch ganz einfach dann, oder? Alter, willst du es gerade entschieden? Ich mach's halt wie im Tutoriumsgebiet. Alter! Was denn? Versuch doch erstmal den unteren zu erwischen, wenn du runterfällst. Also, jetzt hat den. Also du triffst den oberen, dann da wo du bist, tust du safe. Dann lässt du dich runterfallen, erwischt den zweiten, machst wieder Restart. Dann schiebst du nach oben, triffst wieder den ersten. Also jetzt halt müsstest du halt den unteren erwischen, nicht den oberen. Also so könnte es natürlich auch gehen, wenn du jetzt halt. Der mir ist gerade echt geil vor als Zuschauer. Na, es ist halt unten. Es muss ich dann wieder zurück. Es muss ich dann wieder zurückgehen. Kannst du dann wieder einen Doppelsprung machen? Ja. Total langsam. Ja, jetzt hab ich's mit dem. Oh! Ah! Arschgeigen! Genau, Haaresbreite nicht. Ach ja, wir müssen die Folge beenden. Ja. Ja, also das war's für heute wieder mit I Wanna Be The Boshi. Erste Hitfall, ich bin Xi. Nicht ganz, okay. Andersrum. Bis ich dann, Leute. Ich bin auch blöd von dem Spiel geworden. Bis dann, Leute. Wiedersehen. Ciao.